Moin, Kinders. Und ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass das letzte Video kam. Verschiedene Sachen, Klausuren, Weihnachten, Ewigkeiten, ein Problem nicht finden, weshalb ich das Tutorial nicht machen konnte. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Es gibt jetzt sozusagen zwei Videos in nächster Zeit. Einmal Bilder und dann noch ein bisschen etwas aufwendigere Spiellogik. Dafür habe ich zum einen hier die Bilder als ZIP-Datei. Könnt ihr dann einfach runterladen, damit ihr die benutzen könnt. Oder könnt ihr euch selber erstellen. Dazu gab es ja ein Video. Oder ihr ladet euch hier den Source Code direkt runter. Dann habt ihr da auch die entsprechenden Daten drin. Falls ihr nochmal Code kopieren wollt oder so, könnt ihr das hier machen. Da ist das alles nochmal ausgeschrieben. Hab jetzt hier diesen ja, Tutorial-Ordner, den ich runtergeladen habe. Einfach manchmal aus Code öffnen oder mit etwas anderem. Das ist euch ja überlassen. Und jetzt möchte ich auch gleich mal anfangen. Ich habe hier unter Images die ganzen Bilder schon reingepackt. Wenn ihr das Projekt aus letzter Woche verwendet, müsst ihr die natürlich dann hier reinkopieren. Dazu habe ich einfach einen Images-Ordner unter dem Source-Ordner erstellt. Die Bilder sind alle irgendwie aus dem Internet runtergeladen, aber oder teilweise selber gemacht. Da immer darauf achten, dass die Lizenzen passen. Gibt da einige gute Seiten, die relativ, also die lizenzfreie Bilder sozusagen haben. Die habe ich auch in dem Tutorial verlinkt. Dort könnt ihr auch selber nach Bildern suchen, die ihr benutzen möchtet. Als allererstes, was ich machen würde, ist hier unten im Terminal ein npm install auszuführen, einfach nur um alte Pakete zu updaten und beziehungsweise wenn ihr es runtergeladen habt, müsst ihr es sowieso machen. Aber auch ansonsten einfach mal, denn dann kommt hier auch gleich die Meldung übrigens. Da muss ein bisschen was geupdatet werden. Einfach updaten mit diesem npm. Audit Fix. Das repariert dann die ganzen einfachen Fehler, updatet alles, was sozusagen notwendig ist. So, wie gesagt, hatten wir die Bilder hier in den Images-Ordner gepackt. Warum? Das seht ihr gleich. Und zwar, weil wir mit dem Copy Webpack Plugin das Ganze rüber kopieren werden. Und dafür gibt es einen Befehl, den habe ich auch dann verlinkt. Npm install und dann save dev, weil wir es nur für die Entwicklungsumgebung brauchen. Copy Webpack Plugin. Dann Enter. Und dieses Copy Webpack Plugin erlaubt es uns, bestimmte Dateien einfach von einem Ordner in einen anderen Ordner zu kopieren. Um das zu machen, müssen wir das jetzt nur noch konfigurieren. Dazu gehen wir in diese webpack.config.js und sagen hier oben als allererstes, ja übrigens, wir brauchen dieses Webpack-Plugin. Dafür schreiben wir const copy webpack-plugin ist gleich require, Klammer auf, copy webpack-plugin, schlägt er jetzt schon vor. Nachdem wir das da oben hinzugefügt haben, müssen wir jetzt hier unten noch eine kleine Zeile bei Plugins hinzufügen. Können wir auf Komma machen, neue Zeile und sagen dann New Copy Webpack. Ups. Da kann man mir nicht schreiben. Webpack Plugin. Und also der Befehl, mit dem ich das gerade umbenannt ist, heißt F2. In VS Code, dann öffnet sich so ein Fenster, dann aktualisiert es das gleich da oben auch mit. Und dann legen wir hier einfach nur einen Eintrag an, und zwar from source/images. Deswegen legen wir die Bilder in source images zu images. Das war es auch schon für die Datei. Ihr kopiert jetzt einfach diese Images-Datei so hin, dass wir die dann, wenn wir das Ganze im Webbrowser öffnen, auch verwenden können.
Um die Ressourcen jetzt zu verwalten, legen wir eine neue Datei ein an resources.ts. Also rechts klicken wir auf New, Source, New File und die heißt dann resources.ts. Hier drin können wir jetzt uns eine Funktion schreiben, die uns das Erzeugen von Texturen erleichtert. Und dazu schreiben wir aber Function Text und die hat einen Parameter Path, das ist ein String, das ist sozusagen der Name der Datei. Und die gibt einfach eine neue Datei hinzu, eine neue Textur zurück, also return ex new texture. Und dann müssen wir unseren Path angeben, images, liegen ja unsere Bilder. Und dann einfach plus path, also dann sozusagen der Dateiname für die Textur. Um die dann zu verwenden, legen wir uns zwei Maps an, oder Objekte. Einmal eine für Texturen und einmal eine für Sprite-Fonts, wo wir dann unsere Texturen bzw. unsere Schriftarten dann abspeichern können. Dafür schreiben wir export const textures Doppelpunkt und dann spezifizieren wir jetzt hier, dass in diesen Texturen Paare von Key, also von dem Schlüssel String und dem Typ Texture sind. Das machen wir dafür, damit wir sozusagen dynamisch noch weitere Texturen hier hinzufügen können oder herausnehmen können aus dem Objekt und das sozusagen funktioniert. Und damit spezifizieren wir sogar sozusagen, es können nur Eigenschaften, die eine Textur halten, in dieser Klasse vorhanden sein. Und dann können wir eben unsere Textfunktion von OE verwenden. Die meckert jetzt gerade. Übrigens, EX funktioniert, gibt es nicht. Sagen wir einfach, okay, import EX equals require Excalibur oder import Stern SEX from Excalibur, das ist genau das gleiche. Und dann können wir hier drinnen sagen, wir würden gerne zum Beispiel eine Variable Parachute anlegen. Die heißt dann text, Klammer auf, parachute.png und dann können wir weitermachen mit truck. Truck ist dann Text, Klammer auf, truck.png und als nächstes dann BoxShoot, Doppelung Text, Klammer auf, BoxShoot.png. Das sind sozusagen unsere Texturen und damit sind wir fertig, die können wir dann im Spiel verwenden. Hier können wir einfach beliebig viele weitere hinzufügen. Müssen wir später noch eine kleine Zeile hinzufügen, die sozusagen sich darum kümmert, dass die geladen werden. Und ansonsten können wir neue Texturen hier einfach problemlos hinzufügen. Mit den Schriftarten ist es etwas komplizierter. Für die können wir erstmal genau das gleiche Objekt anlegen, also export const write font und wieder hier key Doppelpunkt string Doppelpunkt texture. Aber die bleibt jetzt leer. Und der Grund, warum die leer bleibt, ist, dass wir die Schriftarten erst erzeugen können, wenn die Texturen schon geladen sind. Und ja, dafür legen wir jetzt eine neue Funktion an, die jetzt einen Haufen Parameter hat, weil so ein Font nämlich sehr viele Eigenschaften hat. Für die meisten legen wir aber einfach einen Standardwert an und das sorgt dann dafür, dass wir den Parameter weglassen können. Also irgendwie Function Font und dann schreiben wir hier als erstes Name hin. Das Fragezeichen heißt hier, dass man den auch weglassen kann. Dann Letters. Hier sagen wir einfach, okay, Letters sollen A sein. Wenn nicht anderes übergeben, Letters könnte jetzt auch irgendwie A, B, C, D, E, F, G sein. Letters spezifiziert, welche Buchstaben in der Textur drin sind. Und standardmäßig nehmen wir nur das A, weil dann nur ein Buchstabe sozusagen in der Textur ist. Als nächstes geben wir an, ob die Sprache Case Sensitive ist, also ob es einen Unterschied macht, ob du einen Großbuchstaben hast oder einen kleinen Buchstaben. Dann wie viele Spalten es gibt. Sagen wir mal eine.
Wie viele Reihen? Es gibt auch standardmäßig eine, also standardmäßig besteht unsere Textur nur aus einem Eintrag und das ist ein A. Anschließend brauchen wir hier unten im Körper der Funktion dann nur noch sagen, rufe, also hauptsächlich machen wir nur hier, dass wir den Konstruktor für Sprite Font aufrufen. Eine Sache, die wir vorher noch machen, ist, dass wir sagen, wenn Textur nicht übergeben wurde, also wenn Textur undefined ist, also nicht übergeben, dann können wir hier sagen oder und wir nehmen wir Textures Name. Das funktioniert natürlich nur, wenn entweder Textur oder Name übergeben wurde, aber wir, ja, da wir das nur selber verwenden, können wir davon ausgehen, dass wir nicht beides weglassen, das wäre unpraktisch. Anschließend können wir noch sagen, dass wir jetzt den Font erzeugen und dafür rufen wir einfach den Konstruktor auf. Also sagen wir new ex.writeFont. Wir geben unsere ganzen Parameter, also Textur, Komma, Letters. Dann sagen wir not case sensitive. Columns, Rows und hier nehmen wir die texture.width und texture.height und das war's. So funktioniert unser Font. Case sensitive habe ich sozusagen negiert, weil eigentlich der Parameter bei SpriteFontCaseInsensitive heißt. Also sozusagen genau das Gegenteil. Deswegen müssen wir es umdrehen. Den Font könnten wir jetzt zurückgeben. Was wir noch machen ist, wenn ein Name übergeben wurde, dann sagen wir, hey, speichere mal SpriteFonts. Name ist gleich Font. Und dann gebe Font zurück. So, warum meckert er jetzt? Achso, weil ich hier oben Texture geschrieben habe, das muss natürlich Sprite Font sein. Und können wir noch zurückgeben. Wir könnten ihn ja auch aufrufen, ohne Namen übergeben. Dann könnte er ihn ja hier nicht abspeichern. Und dann müssen wir ihn zurückgeben, damit wir überhaupt irgendwas damit machen können. Damit ist der Teil sozusagen abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch eine Loader-Funktion, die diese ganzen Texturen eben sagt, dem Programm sagt, dass diese Texturen geladen werden müssen. Dafür exportieren wir die Funktion Loader. Und hier sagen wir let loader equals new ex.loader object.values auf textures und dann, wenn er fertig geladen ist, also loader.onComplete, dann soll er einfach noch unsere Schriftart laden. Und dann geben wir den Loader zurück. Was wir hier machen ist, wir erzeugen einen New Loader und sagen ihm, nehme alle Texturen, die hier oben drin stehen. Also würde er zurückgeben, Parachute, Truck, Box, Shoot. Die lädt dann alle. Und wenn er fertig ist mit Laden, dann erstellt er den Font. Der eben gesagt, die Schriftart kann er nur erzeugen, wenn die Textur, die er dafür braucht, geladen wurde. Dann wird es zurückgegeben und dann funktioniert das. Als nächstes erzeuge ich die index.ds, also erzeuge sie nicht, ich verändere sie grundlegend. Wir können den Code für unser Crosshair löschen. Den brauchen wir nicht mehr.
und ersetzen ihn durch eine einfache Zeile. Und zwar game.canvas.style.cursor ist gleich URL. Klammer auf. So, und jetzt können wir sagen images-crosshair.png. Das ist jetzt nicht ideal, denn das liegt daran, dass es eben hier jetzt natives CSS ist. Also es hat nichts jetzt damit zu tun, dass wir Excalibur verwenden, sondern das ist das, mit dem alle Webseiten irgendwie gestylt werden. Und hier kann man sozusagen entweder hier wie Crosshair hier hinten sagen, erzeuge einfach Crosshair. Dazu packe ich dann einen Link in die Beschreibung zu den Standardoptionen. Ich kann die auch hier kurz öffnen. Standardfunktionen kann man hier jetzt sehen. Da gibt es den Default Cursor, dann mit Kontextmenü, Fragezeichen, File, Cell. Gibt es auch irgendwie. Ja, hier gibt es auf jeden Fall alle möglichen. Und die können wir alle an der Stelle übergeben. Dann. Und ansonsten können wir eben auch ein Bild übergeben. Das machen wir hier. Geben wir erst das Bild an, anschließend die Größen vom Bild. Was dann aber wichtig ist, dass wir hinten noch schreiben, was er machen soll, wenn wir kein Bild übergeben. Können wir als Default hinschreiben oder Resize oder Cell oder eben Crosshair. Crosshair ist eben auch eine Standardoption. Das Standard-Crosshair sind aber einfach nur zwei Striche so. Also nicht so schön wie unser Fadenkreuz. Anschließend müssen wir in der letzten Zeile, da wo game.start steht, das Ganze anpassen. Und zwar, indem wir alles, was zwischen hier und hier steht, in eine Main-Funktion packen. Kennt ihr wahrscheinlich aus anderen Sprachen wie Java oder so, wo standardmäßig alles in der Main-Funktion ist. Und indem wir alles hier in eine Main-Funktion packen, können wir diese dann anschließend aufrufen. Indem wir sagen game.start loader aus unserer Resources-Datei und dann .when, also wenn er dann fertig ist, rufen wir main auf. Das heißt, wir führen den Loader durch und wenn der Loader durch ist, dann führen wir den Code aus, der hier in unserer Main-Funktion steht. Und in diesem Bereich ist jetzt die Resources, die sind jetzt die Ressourcen verfügbar, die wir geladen haben. Dazu können wir jetzt zu UI wechseln und unter Magazin Display können wir das Ganze jetzt umbauen, um unsere Texturen zu verwenden, die wir vorher eingestellt haben. Dafür ist es jetzt wichtig, dass wir diese Bombe durch ein A ersetzen. Zum einen, weil das der Default-Buchstabe ist, aber das könnten wir natürlich auch anders eintragen. Zum anderen, weil Excalibur Probleme hat mit Buchstaben, die Emojis sind. Ich weiß nicht, welche Zeichen noch problematisch sind, aber auf jeden Fall Emojis sind problematisch. Also, ein A funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt ein A. Vielleicht noch irgendwelche japanischen Symbolbuchstaben, japanische Zeichen oder irgendwelche anderen nicht lateinischen Buchstaben problematisch. Aber A geht auf jeden Fall, das heißt, das können wir verwenden. Und dann müssen wir ihm noch sagen, übrigens benutze unsere Schriftart, die wir vorher festgelegt haben. Dafür sagen wir hier write font ist gleich, jetzt können wir Sprite Fonts nehmen und da unseren Parachute. Und den haben wir zwar noch nicht festgelegt, also wenn wir jetzt Sprite Fonts gehen, sehen wir, dass es leer ist. Aber weil wir ihm gesagt haben, hey, in Parachute, in Sprite Fonts sind beliebige Elemente drin, funktioniert das ja trotzdem, wirft keine Fehlermeldung.
Wenn wir das Ganze dann ausführen würden, ohne den Parachute reinzupacken, dann würde es natürlich eine Fehlermeldung werfen. Aber dadurch, dass wir das bei uns so gebaut haben, sollte das kein Problem sein und funktionieren. So. Wenn wir jetzt hier oben den nötigen Import noch hinzufügen, können wir unser Spiel eigentlich mal ausführen und gucken, ob das auch funktioniert hat. Wieder mit Run Task, Run Game. Ich merke gerade, dass irgendwie das Ganze ein bisschen verrutscht ist. So, jetzt haben wir hier oben auch die Symbole. Genau, und wenn ihr jetzt hier in die Kante fahrt, dann seht ihr, das ist sozusagen das Fadenkreuz, was standardmäßig drin ist. Hier könnten wir jetzt auch sagen, okay, wenn du an der Kante bist, dann nimm ein kleineres Fadenkreuz oder wechsel zur Maus oder, also da können wir noch beliebige Sachen machen. Aber hier oben seht ihr jetzt eben die Textur, die wir übergeben haben bei unserem Font. Wenn wir jetzt hier klicken, dann verringern sich die auch ganz normal. Ansonsten funktioniert alles genauso, wie wir das vorher vorgesehen haben. Und das war es dann auch für das Video. Das ist jetzt, wie gesagt, nur die Texturen. Das Aufsetzen der Texturen, wie sie funktionieren. Im nächsten Video nehmen wir dann ein bisschen die Spiellogik in Angriff und verwenden auch ein paar der anderen Texturen und machen das Ganze hoffentlich ein bisschen interessanter.